Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich mache mich gerade bereit für den ersten X-Ray. Ich hätte heute Morgen sogar noch einen haben können, um 11, aber irgendwie hatte sich da keiner eingetragen. Kurz vor Beginn haben sich doch noch genug Leute gefunden, aber echt krass. Das Wochenende war jetzt echt gruselig. So viel Panik und Hysterie und die Leute gehen nicht mehr wirklich auf die Straßen und all das, was gerade momentan passiert. Passt auf euch auf jeden Fall. Ich gehe jetzt zu einem X-Ray um 12.30 Uhr. Da hat der Kleine eine Einladung bekommen und hat mich eingeladen. Und bin gespannt, ob da genug Leute zusammenkommen. Dann um 13 Uhr habe ich hier bei mir einen. Ich weiß, da kommen genug Leute zusammen. Und später hätte ich auch noch eine bekommen von einem Kollegen. Grüße gehen raus. Er hat mir heute so geschrieben, ja, Hong, bisher hat sich noch keiner eingetragen. Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Er gibt Bescheid, falls der doch noch stattfindet, dann haben wir heute dann doch noch drei. Ich hätte eh damit gerechnet, dass der X-Ray heute ausfällt, weil Niantic hat ja angekündigt, keine neuen X-Ray-Einladungen mehr zu verteilen. Heute ist ja Montag und Sonntag, Samstag hätten neue Einladungen rausgehen sollen, aber sind natürlich nicht gekommen. Dementsprechend, ich meine, wenn sie keine neuen verteilen, hätten sie die hier, den hier auch ausfallen lassen können. Ja, mal schauen, ob irgendwas zustande kommt. Ich habe hier was von einer Freundin bekommen. Sie hat so random gefragt, brauchst du Dragon Ball Karten? Nicht so, nicht wirklich, aber wieso nicht? Erinnert ihr euch doch an dieses alte Cardmaster Kartenalbum? Von das Heft hatte ich damals jede Woche, jeden Monat, keine Ahnung wann das immer rauskam, gekauft. Wir können mal kurz reinschauen. Warte mal, ich weiß nicht, wie ihr was seht. Piccolo, Alter. Chi-Chi, Piccolo. Das habe ich nie gezockt. Das ist auch relativ neu. Das heißt relativ, jetzt auch schon 4-5 Jahre, aber... Gohan. Holo. Aber, ja. Da war meine Zeit schon vorbei. Trunks, Mann. Der fette Trunks. Wo er dachte, er wäre krasser als Vegeta. Der Trottel. Naja, auf jeden Fall. Wir gehen jetzt zu einem X-Raid. Euch viel Glück, viel Erfolg, falls ihr auch welche hattet. Und, ja. Komische Situation. Ja, niemand hier außer mir. Und einem Pärchen. Ja, mehrere Accounts, also sollte machbar sein. Ich dachte echt, also dass die sind gerade erst gekommen, ich dachte echt, dass niemand auftauchen wird. So Leute, entspannte Runde. Oh, jetzt habe ich mein Team nicht ausgewählt, deswegen. Wir hatten sogar zwei Runden gemacht. Erste Runde haben sich die Kleinen eingeloggt und wir sind mit reingegangen. Und kurz vor Ende sind wir nochmal raus, dann haben die Kleinen das zu Ende gemacht und jetzt machen wir noch eine Runde. Weil wir sind insgesamt nur 4 Leute. Da muss man kreativ werden mit den Accounts. Jetzt kommt die richtige Runde. Wir haben schon drüber geschätzt, dass das möglicherweise der letzte oder heute die letzten X-Rays für immer sein werden. Weiß man ja nicht. Ich meine, wenn es so weitergeht, Thunder Raids sollten eigentlich auch gestoppt werden. Aber wo ist der Unterschied zwischen einem 5er Raid? Also, großer Unterschied gibt es nicht wirklich zwischen einem 5er Raid und einem X-Raid. Bin mal gespannt, wie sich das alles hier entwickeln wird. So, schnappen wir uns noch einen 100er oder nicht? Ich habe letzte Woche einen 98er gemaxt. Tag 15 kann man auf jeden Fall machen. Ob ich jetzt noch einen besseren bekomme, unwahrscheinlich. Ah, schon 10. Aber ist ja immer noch kein einziges Mal, dass ein X-Ray ausgefallen ist bei mir. Also nicht zustande gekommen ist, weil zu wenig Leute da sind. Weil viele fragen mich immer, diese Insekten, viele fragen mich immer, Hong, dies, das und kommen genug Leute, dies, das, immer. Immer Angst, dass nicht genug Leute kommen. Ich sag immer, nein, es kommen immer genug Leute. Alter, ist das zäh.
Okay, jetzt haben wir es endlich. 2 Minuten haben wir für den gebraucht. So, und? Was? 26? Achso, Wetterboost. Wetterboost ist 31,4 oder sowas. Wir hatten 30,97, 96 irgendwie sowas bei unserem 98er. Ja, auf jeden Fall extrem schlecht. So, zweiter X-Rate hier bei mir zu Hause, Steinbrunnen. Zweite Runde machen wir mit ein paar Kolleginnen. Die eine musste in der Apotheke aushelfen und da ist natürlich die Hölle los. Und die erste Runde die hat's einfach schon gemacht. Und der dritte X-Rate, ich hätte sogar hier noch einen starten können. Oh, das ist ein Kollege. Ich hätte sogar noch einen starten können um 13 Uhr, also noch einen reingequetscht, aber naja, auf jeden Fall. Kurze Unterbrechung, wo waren wir? Auf jeden Fall der X-Rate um 15.30 Uhr, wo der Kollege nicht sicher war, ob der stattfindet. Findet jetzt doch statt und hätte mich eingeladen, aber ich denke mir so, ja, ich habe nicht wirklich Lust noch so weit rauszufahren jetzt. Den lass mal lieber sausen, also das ist der letzte X-Rate für eine Weile. Wir machen noch einen Gigatina-Rate jetzt mit. Den X-Rate habt ihr glaube ich nicht gesehen, weil ich war auf dem iPhone angeloggt. Ich habe da das Ding nicht aktiviert. Screen Recorder. Nichts Besonderes, war nochmal 3027 oder so. Moment. Kann man glaube ich hier sogar sehen vom Datum. Zweimal 3026 heute, was für ein Zufall. Naja, vielleicht haben wir mehr Glück beim Gigatina. So, schauen wir mal, was wir hier bekommen. Ich habe sogar gestern in der Liga 3 Gigatina rausbekommen. Einmal Metagross, weil der war ja Pflicht, dann irgendwas richtig Schlechtes und einmal dreimal Gigatina. 18,75 auch wieder so schlecht. 19,31 ist übrigens 100. Und shiny oder nicht? Ich glaube nicht. Nee. Müll. Einfach Müll. Leiden. 2. Platz mit Nosdormu. Und mein Ranking fällt richtig hart. Ich war schon bei 7,273. Dann habe ich ein bisschen experimentiert mit den neuen Sachen. Hearthstone ist das übrigens. Ja, und dann bin ich ein bisschen gefallen. Auf jeden Fall, was ihr jetzt gesehen habt, war, glaube ich, die X-Rates vom Montag. 2 Stück. Ich hätte, wenn ich gewollt hätte, 4 sogar machen können. Sogar 5, glaube ich, hätte ich schaffen können. Aber ja, mei. Womöglich die letzten X-Rates aller Zeiten. Wer weiß, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Nantik hat ja zum Beispiel heute die Rage-Runde abgesagt, was mich nicht überrascht. Ehrlich gesagt, ich wäre am Start gewesen. Klar, man muss auf jeden Fall vorsichtig sein und auch eine Menge Abstand halten. Und ich hätte auch nicht so eine große Gruppe gehabt, sondern wir wären echt nur 3-4 Leute gewesen. Und die alle wären auch verantwortungsvoll umgegangen, sag ich mal. Aber das kann man natürlich nicht von jedem erwarten. Dementsprechend ist es natürlich schon besser von Nantik, das einfach zu canceln. Und an sich sollten die eigentlich auch jeden Fünfer canceln. Aufhören mit den Fünfern und die Legendären einfach runterstufen. Auf 4, wenn nicht sogar auf 3. Sodass jeder die machen kann. Weil das wäre eigentlich sogar gut für Niantic. Die würden weiterhin eine Menge Geld machen durch die Raids. Wenn nicht sogar mehr. Weil mehr Leute mehr raiden können. Und die Leute können halt solo alles machen, ohne irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten Kontakt aufzunehmen. Was halt momentan ja gemieden, vermieden werden muss. Also eigentlich sollte Niantic das echt runterschrauben auf 3. Und die 5 einfach rausnehmen um 4er und einfach alles runter auf 3 schrauben. Auf jeden Fall, Ticket ist am Samstag, also dieses Wochenende ist Ticket mit Genesec und anscheinend soll man das von zu Hause komplett lösen können. Also ich werde mir ein Ticket holen, könnt ihr gerne abchecken und dann wahrscheinlich auch noch Zeit haben, das zu holen. Wenn ich Samstag hole und Samstag auch noch hochlade, erledige und hochlade, dann seht ihr das und könnt Sonntag noch entscheiden, ob ihr das auch holen werdet. Ich habe ja meine Meinung dazu schon abgegeben, wird sich wahrscheinlich schon lohnen, ist schon, kann man machen. Aber muss man nicht auf jeden Fall. Ja, das war's. Heute ist nicht Rage-Runde. Wie gesagt, es fällt aus. Trotzdem ist Shiny Cobalium am Start. Ich habe gestern Abend oder heute Morgen PvP gemacht. 5 Belohnungen bekommen. Also momentan rasiere ich und hole immer die Belohnung. Aber es war 3-mal Cobalium, 2-mal Tarnel. Ich hasse es, wenn ich Tarnel aus der Belohnung bekomme. Der ist so schlecht. Auf jeden Fall 3-mal nicht 100 und 3-mal nicht Shiny. Ob ich heute noch Rain werde? Wir haben was geplant, 1-2 Leute, 3-4, also gesamt 4 maximal. Bleibt auf jeden Fall vorsichtig, Leute, das heißt jetzt nicht unbedingt nicht komplett gar nicht rausgehen, außer ihr habt natürlich den Virus, dann natürlich Quarantäne für euch.
Aber ansonsten halt natürlich große Gruppen und sowas vermeiden, wenn ihr da verantwortungsvoll umgeht und da aufpasst, dann könnt ihr auch mal einen Spaziergang machen und so, auch ein, zwei Raids machen und so, immer genug Abstand halten von den Leuten und auch Bonusstunde und Spotlight und sowas kann man mitnehmen, dass man ja eigentlich auch allein und jetzt eben das Wochenende. Event ist, glaube ich, ziemlich geil mit Doppelsternstaub und Shiny in den Kaders am Start und wie gesagt, das Ticket, also an sich schon was sehr Nettes. Deswegen geht's raus, aber verantwortungsvoll auf jeden Fall. Das war's von mir, Leute. Euch viel Glück, viel Spaß noch und eure Meinung zu den Firma-Rates. Sollten die auch komplett rausgenommen werden oder denkt ihr, ja, das geht schon, wenn man da Abstand hält und so und vorsichtig ist, dann ist das schon okay. Oder seid ihr der Meinung, yo, komplett rausnehmen und wenn, dann vielleicht auf 3er Unterstufen oder sowas. Auf jeden Fall, das war's von mir. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgen auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon, serious business.